Pure Freude trotz Niederlage. Das Abenteuer DHB-Pokal ist für den SV 04 Oberloser nach der ersten Runde vorbei. Die Randblauner verloren den gestrigen Pokalknüller gegen die HSG Wetzlar letztendlich deutlich mit 24:39. Die mehr als 800 Zuschauer in der ausverkauften Kurt-Helbig-Halle sahen in der ersten Halbzeit eine engagierte und kämpferisch starke Gastgebermannschaft, die dem Bundesligisten in jeder Hinsicht Paroli bieten konnte. Der in Schwarz gekleidete SV 04 ging zwischenzeitlich sogar in Führung. Nach gut 15 Minuten hatten die Hessen mit ihren Weltmeistern und Olympiasiegern um Superstar Ivano Balic das Spiel besser im Griff. Mit einem relativ knappen Spielstand von 13:18 ging man in die Pause, aus der die Gäste mit mehr Schwung in die zweite Halbzeit starteten. Offenbar fand Wetzlars Trainer Wandschneider in der Kabine deutliche Worte. Der Bundesligist ging in der Abwehr beherzter zur Sache und beim Sachsenligisten schwanden die Kräfte. Zudem scheiterten die Schützlinge von Jörg Grüner meist am spanischen Nationaltorwart José Ombrados, der erst seit dieser Saison bei den Hessen unter Vertrag steht. Von Enttäuschung war nach dem Schlusspfiff überhaupt keine Spur. Für die Schwarz-Gelben war dieses Spiel trotz der Niederlage ein Handballfest, an das sich Spieler und Fans sicherlich noch lange erinnern werden. In gut 3 Wochen startet für den SV 04 der Punktspielbetrieb in der Sachsenliga. Bis dahin stehen noch einige Testspiele und das Turnier um den Pokal des Oberbürgermeisters am kommenden Samstag auf dem Plan.